Unfall oder eine Krankheit können nicht nur ältere Menschen treffen, sondern jeden von uns. Und dann ist es gut, wenn man vorgesorgt hat, wer für mich Entscheidungen treffen kann. Herr Mache, was heißt denn Vorsorge treffen? Das betrifft ja nun meinen Lebensbereich. Und wenn es mir also schlecht geht, ich in eine Situation komme, dass ich nicht mehr selber entscheiden kann, hilft eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht. Oder auch noch eine Sorgerechtverfügung, wenn es um minderjährige Kinder geht, was aus denen werden kann. Was ist denn eine Patientenverfügung? Ganz kurz und knapp erklärt. In einer Patientenverfügung kläre ich, was Ärzte oder ein Krankenhaus mit mir machen dürfen, wenn ich selber ans Ende meines Lebens komme und nicht mehr angesprochen, nicht mehr entscheiden kann. Und die ist aber ja nicht viel wert, wenn ich keine Vorsorgevollmacht habe. Genau, in der Vorsorgevollmacht muss ich eine Person festlegen, die dann für mich entscheidet und auch darauf achtet, dass das, was ich in der Patientenverfügung festgelegt habe, auch wirklich beachtet wird und gemacht wird. Ganz ausführlich haben wir über diese Themen gesprochen. Und zwar in einer Sendung über Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und noch andere Formulare, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Die Sendung kannst du anschauen, entweder in unserer Mediathek oder auf HOPE TV.